Neues von der Gamescom. Heute ab 10 Uhr öffnet die weltgrößte Ausstellung für Video- und Computerspiele für das breite Publikum. Aussteller aus über 50 Ländern zeigen die neuesten Entwicklungen der Computer- und Spielebranche. Wir zeigen die aktuellen Trends live von der Gamescom in Köln. Jo, und es ist so, dass bisher nur Fachpublikum rein durfte. Ab heute dürfen die anderen. 350.000 Menschen werden erwartet, die sich in den Messehallen ergießen und die Neuerung alle dann gierig aufsaugen. Genau wie mein Kollege Dennis Horn, der, ich glaube, jetzt schon verhaftet worden ist. Nee. Guck mal, ich komme noch frei. Ich kann aussteigen, problemlos. Aber das ist einer dieser Orte hier auf der Gamescom, wo virtuelle Welt und echte Welt zusammentreffen, weil zum Beispiel die Cosplayer hier unterwegs sind und zum Beispiel hier eine Polizeistation aufgebaut haben, wie man sie oft in so Videospielen auch sehen kann. Aber ich bin freigekommen, zum Glück. So, das hier sind die Highlights, die wir auf der Gamescom sehen. Ein paar davon, viele Gamer haben dieses Spiel hier erwartet, Super Smash Brothers Ultimate. Das ist von Nintendo ein... Ach, guck mal. Da ist Game Over gerade hinten. Von Nintendo ein Spiel, in dem die vielen verschiedenen Videospielcharaktere aufeinandertreffen in Zweikämpfen. Es sind 70 Charaktere insgesamt, die man aus ganz vielen verschiedenen Videospielen kennt. Ein weiterer Trend auf der Gamescom, die ganzen Retro-Konsolen, die sich extrem gut verkaufen. Hier haben wir zum Beispiel einen Nachbau des C64, nicht offiziell von Commodore, aber es wurde nachgebaut, eine Reihe von Spielen ist hier auch drauf enthalten. Und es gibt auch diese Nachbauten, die Retro-Konsolen von vielen verschiedenen Herstellern. Und sogar ganze Controller gibt es hier zu bestaunen, die extra für Profi-Gamer sind, richtig schwer und edel in der Hand liegen. Damit spielt es sich nochmal anders als mit den klassischen, die direkt bei den Konsolen auch dabei sind. Dennis, ich habe es gerade schon verstanden. Also du bist eigentlich gar nicht real, du bist virtuell, du bist Teil dieses Spiels, was da gerade hinter dir stattfindet. Und ich glaube, die Zelle wird gerade für dich bereit gemacht. Aber dazu später dann vielleicht mehr. Eine Frage von Zuschauern. Anna Klauer aus Erlangen hat nämlich gefragt, was ist eigentlich mit den Smartphones? Wie ist das da mit den Spielemöglichkeiten? Vor allen Dingen, wird das mal als Spielekonsole eingesetzt irgendwann? Die werden tatsächlich immer stärker zur, in Anführungszeichen, Spielekonsole. Man sieht hier auf der Gamescom an den Ständen mittlerweile nicht mehr nur die Konsolen mit großen Monitoren, sondern es gibt auch einzelne Stände, wo Leute nur mit Smartphones stehen und die Spiele dort ausprobieren. Eins der wichtigsten Spiele in diesem Jahr, Fortnite, ist auch auf dem Smartphone verfügbar. Nicht nur auf der großen Konsole, sondern eben auch auf dem Smartphone. Also das ist auch ein Thema. Dennis, und ich sehe gerade, da wird gerade jemand verhaftet, also du musst doch nicht mehr in die Zelle rein. Wir freuen uns gleich auf mehr von dir, von der Gamescom und fordern neuen Zuschauer noch mal auf, auch noch mal Fragen zu stellen. Und die können Sie richten an uns auf folgende Adresse, und zwar moma.service@daserste.de per E-Mail. Die sozialen Netzwerke spielen eine Rolle und per Telefon auch 0221 5678 9500.